So, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Part Lil Nemo. Wir sind in unserem eigenen Haus und müssen hier versuchen, alle Schlüssel zu finden, um rauszukommen. Nur sind wir, wie man sieht, eine Miniaturausgabe. Wir passen genau in die Fenster. Das ist ein bisschen merkwürdig. Also, ein Beweis dafür, wir träumen. Inception. Irgendjemand hat uns einen Traum eingepflanzt. Aua! Ja, man sieht schon, es ist um einiges härter geworden hier in der Stage. Also diese Schildkröten, die sind auf Dauer echt nervig und erinnern sehr stark an Mario. Den kleinen lustigen Schildkröten. Na, uns jetzt noch ein überlebendes Leben. Und, oh Mann, oh! Da oben ist eine Biene, aber die stört uns jetzt erstmal nicht. Und die kümmern wir uns später. Wir kümmern uns erstmal darum, hier nach unten zu gelangen. Und ich kann euch schon mal versprechen, es gibt auf alle Fälle Affen, wie wir gerade gesehen haben. Und es wird ein neues Tierchen geben, auf dem wir reiten können. Aber das kann ich euch gleich erst zeigen. Dazu muss ich erstmal ein bisschen was machen. Nämlich unter anderem hier vorbeilaufen. Und den Gecko einsammeln. Ah, verdammt. Ja, das war ja gerade ein Triple. Da getroffen, den verletzt und dann den Frosch entfernt. So, wir holen uns erstmal das Minipack, das kann man gut gebrauchen. Holen uns das Leben und holen uns einen Schlüssel. So machen wir das. So, und dann holen wir uns nämlich gleich erstmal die Biene. Weil damit ist es viel leichter, die weiteren Schlüssel zu holen. Und vor allen Dingen kommen wir mit der Biene zu dem neuen Tierchen. Also man merkt schon, es gibt hier ein Sammelsurium an Tierchen. Wir haben allein schon drei gesehen. Und das sind drei Viertel der Tierchen. Ah ne, Quatsch, nicht drei Viertel. Das sind drei der Tierchen, die wir kennen in dem Spiel. Drei Sechstel, so. Also die Hälfte. Und ja, es wird halt noch mehr gehen. Oh Mann. Scheiß Affen. Nämlich ein neues sehen wir gleich, wenn ich, falls ich nicht sterbe. Selbst wenn, habe ich natürlich noch ein Leben, aber das Blöde an dieser Stage ist, wenn ich tot bin, dann darf ich alles nochmal machen. Es gibt hier keinen Checkpoint, das heißt, ich darf dann nochmal rumlaufen mit dem Frosch zu dem Gecko, vom Gecko zur Biene, von der Biene und so weiter. Nur die Schlüssel bleiben erhalten, wie immer. So, wir gehen erstmal hier runter. Wir gehen jetzt zu einer Stelle, die wir mit einem Frosch schon hätten machen können. Nämlich diesen Schlüssel holen. So, stirb. Na, jetzt kommt natürlich ein neuer. So. Gucken wir mal noch, wo gab es noch Schlüssel? Ja, die Stage hier ist ein bisschen verwirrend. Ah, da ist noch ein Schlüssel. Wobei ich glaube, ich herausgefunden habe damals schon, dass das ein riesiges Quadrat ist. Wir befinden uns jetzt quasi oben links gleich. Und dort werde ich euch das neue Begleittier von uns zeigen. Ich denke mal, ihr seid schon alle gespannt und heiß drauf, es zu sehen. Ach, scheiße. Na, fuck. Ah, scheiße. Und da ist es. Es ist die Maus mit dem Hammer auf dem Schwanz. Ja, man kann es auch anders deuten. Aber egal, wir nehmen den Hammer in die Hand und können jetzt Sachen zerschlagen und die Maus kann an Wände klettern, also ist sie quasi doppelt praktisch. Sie ist stark wie ein Gorilla und wendig wie ein Gecko, quasi. Kisten können wir leider nicht zerschlagen und diese Dinger auch nicht. Aber es stört uns nicht weiter. Wir brauchen sie nämlich, um weiterzukommen in der Stage. Mit dem Hammer kann man so einiges anderes zerschlagen. Oder zerschlagen. So. Dazu gehen wir erstmal runter. Sprung. Weichen der Schildkröte aus. So. Da kommt die nächste. Ah, scheiße.
Aber da werden wir gleich wieder ein bisschen regeneriert im Leben. Ja, stirb! Ach, kacke. Ja, das ist auch kacke. Muss ich mich hier treffen lassen? Oh, nö! Oh, ist das dämlich. Na. So, also auf ein neues. Hopp, hopp. Oh, hopp, hopp. Fütter, fütter, fütter. Oh, Mann. Ja, das ist leider blöd gemacht. Man muss ja erst zähmen, sonst wird man getroffen. Ja, scheiße, das ist doch schon wieder ein Grund hier zu sterben. Mann, stirb. So, ich hoffe, ja, die Potion ist noch da. Ist gut. Brauchen wir nämlich. Weil wir bestimmt gleich nochmal getroffen werden irgendwo. Was ich zwar nicht hoffen will, aber man weiß ja nie. Ah, jetzt ging's gerade. Ja, irgendwie in letzter Zeit immer, wenn man irgendwas schräg trifft, dann ist man, komischerweise getroffen. So, hopp, hopp, hopp. Sprung. Überleben geschnappt. So. Mann. So, Gecko eingesammelt. So, wenn wir gleich die Biene haben, dann gucke ich mal erstmal, wo wir nach oben rechts hin müssen. Mit der Maus. Damit ich hier nicht noch weiter sterbe und rumirre. Und mit der Biene ist das ganz praktisch, man kann ja schließlich fliegen. Na, aber so soll es auch sein. Bum, 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 bum. Flieg, flieg, flieg. Flieg und Sieg! So. Plop. Zip. Zip. Wow, wow, wow. Jetzt wird's zu viel. Wow. Bzz. Okay, nehmen wir jetzt mit die Pac-Man, das lohnt sich. So. Ah, genau. Hierfür brauchen wir die Maus. Was gibt's hier oben noch Schönes? Okay. Wenn es hier auch eine Maus gibt, wäre das sogar ziemlich praktisch. Weil dann bräuchte ich nicht die Maus von links holen. Nein, gibt es einen Medipack und einen Schlüssel. Das ist gut, dass ich hier nochmal angeflogen bin mit der Biene, sonst hätte ich den vielleicht übersehen. Wow. Okay, ich glaube, wir nehmen gleich mal das Medipack. Doch mit. Hopp. So. Jetzt fehlt uns nämlich nur noch ein Schlüssel. Und der wird vermutlich hinter der Wand sein. Aber das sind nur Spekulationen von mir. Na, ich glaube, sie werden sich bewahrheiten. Weil wo sonst, ne? Jetzt merke ich auch gerade, wie durchsichtig dieses Level doch ist. Aber damals fand ich das doch ziemlich verwirrend. Weil man musste von A nach B, nach C und über D zu G. Weil hier kommt man nur mit der Biene hin, mit dem Frosch kommt man nur zum Gecko, mit dem Gecko kommt man nur zur Biene und so weiter. Mit der Maus kommt man nur zum nächsten Schlüssel und zur Biene. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich glaube, ich hatte dieses Level einmal geschafft, schon. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wir können wieder nur noch zweimal getroffen werden. Das ist natürlich böse. Weil, ouch, genau deswegen. Ach, scheiße, und jetzt kommen natürlich wieder zwei. Was soll denn das? Oh Mann, ey, was ist denn das? Was ist denn das? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Nee, echt nicht. Muss ich hier wieder alles von vorne machen. Das ist doch scheiße. Zum Kurzen ist das. Zum Kurzen. Sprung. Wurf. Ah, verdammt. Aber immer an der Stelle. Warum kommen denn da auch zwei so eine Kackschildkröten?
Man kann ihn nicht mal mit einem Hammerschlag töten, das ist auch so unfair. Die Schildkröten sind echt... Das... hätte man sich nicht irgendeinen coolen Gegner von Mario klauen können? Muss es denn diese Schildkröten sein? Ja, super. Oh Mann, ey, ja klar. Genau. Ey, das wird doch schon wieder nichts. Komm doch niemals da jetzt so vorbei. Ey, jetzt hätte man nicht auch hier oben lang gehen können. Ach. Ach. Ach, hört doch auf, Leute. Dammit. Sag mir doch gleich, dass ich ganz schön Schildkröten umgehen kann. Ach, Mann. Egal. Lassen wir uns davon nicht täuschen. Springen hier einfach waghalsig runter. Hüpf, hüpf, hüpf. Ach, jetzt wird die Musik aber auch ein bisschen belassen. Ein bisschen Psychoterror. So, bam, hoch, ohne Umschweife durch. Ja, ey. Alles mal im Schnelldurchlauf machen. Vollgepumpt, die olle Biene. Bzzzt. Und wir bzzen uns nach oben. Wow. Bzzzt. Ah, es wird gleich noch richtig... Ey. Oh, Mann. Ah. Das Spiel kann echt unfair werden nach einer Zeit. Weil schließlich hören wir gleich wieder auf, eine Biene zu sein. Um uns die Maus zu schnappen. Aber das Problem ist, zwischenzeitlich sind wir ja Nemo. Und da haben wir nur drei Hitpoints. Aber als Maus hätten wir quasi vier. Aber die werden nicht automatisch aufgefüllt, leider. Ja, blöde Schildkröte kommt jetzt schon, nervt. So. Bzzzt. Bzzzt. Durchgeflogen. Bzzzt. Bzzzt. Puff. Dum, dum, dum. Und da haben wir die Maus. Und die Maus, die Maus, die Maus. Damit laufen wir hier straight durch. Wenn ich dann die Schildkröten zu denken. So, runter. So, ich probiere mal was einfach was aus. Ob man diese komischen Panzer. Ja, man kann die Panzer wenigstens tot machen, das ist gut. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? So einfach kann es gehen. Warum sich so einfach machen, wenn es auch schwer geht? So, und da sind wir bei der besagten Mauer. Und, oh. Wir sollten noch was übrig lassen von der Mauer. Ah nein, habe ich es jetzt vergeigt? Nee, kann eigentlich nicht sein, weil... Erstens geht das trotzdem. Zweitens hätten wir auch noch die Biene gehabt, die da unten auf uns gewartet hätte. Aua! So. Siebter Schlüssel. Jetzt muss ich ein bisschen Bauklötzchen kaputt machen, damit wir hier runterkommen. Das ist aber auch komisch gemacht hier. Sprung. Nuki kaputt. Hä? Ich hau mit meinem Hammer drauf. Was hast du eben gemacht? Hä? Ah. Ich weiß zwar immer nicht, wie ich es gemacht habe. Aber es hat wohl funktioniert. Ah, nur noch einen. Irgendwie... Oh, das ist aber hier auch ein bisschen buggy. So. Recht, das müsste doch eigentlich schon... Oh, Mann. Brauche ich den einen da unbedingt noch? Und wir fallen
Wir nehmen uns einfach die Biene. Ich habe das mit der ich habe das Gefühl, mit der Biene sollte einiges leichter werden. Und da ist unser Bett. Und natürlich ist unser Bett auch die Tür. Herrlich. Wir haben die Stage geschafft. Liegen wieder in unserem Bett quasi. Tja, so ist das.